36 Donnervögel, 11 Behemoths. Der will mich doch verarschen, der hätte mich doch schon längst angreifen können. Schon vorhin. Es wäre sogar, glaube ich, besser gewesen. Egal. Auf wen gehen wir? Die Fernkämpfer, immer die Fernkämpfer. Sehr gut, wir werden jetzt alles in den Kampf schicken, das heißt, auch die Fliegen gehen schon drauf. Unsere Wyvern. Sehr gut. Oh, ihr seid klasse. Das war gut, dass wir Angriff gesteigert haben. Na, wehrt euch. Sie dürfen nochmal. Das ist gut. Komm, nochmal ein Rückschlag. Wie viele haben wir noch übrig? 277. Ist völlig in Ordnung. Völlig vertretbar. Das waren die Donnervögel. Wir haben zu viel Verteidigung, als dass er uns wirklich Schaden zuführen kann. Ich bin gespannt, wie es aussieht, wenn wir die steuern. Ob dann auch solche Massen zustande kommen von den Sumpfländern? So, was erschießen wir? Wir erschießen die Behemoths. Wow. So, jetzt kümmern wir uns um den Rest. Das bedeutet noch einmal zaubern auf den da. Einmal umbringen den. Oder auch nicht. Hat nicht ganz geklappt. Dann bring doch mal den da um. Vielleicht klappt das. Auch nicht. Schade. Aber die Zahl stark dezimiert. Du bringst mal die beiden um. Jetzt habe ich nur den... Ah, ich habe das mit der Hydra verwechselt. Dreck. Man, glaube ich, gemerkt. Genau, weg mit denen und dann greifen wir hier unten einmal so richtig schön an. Das Zelt von vorne? Nee, von da. Und er ist geflohen. Das heißt, er hat noch irgendwo eine Festung. Die wird weiter südlich sein. Wo soll die sein? Ich werde jetzt auch nicht mehr für Nachschub sorgen. Nicht ernsthaft. Einige Rudel, viele. Was soll das? Oh, jetzt müssen wir uns doch darum kümmern, dass die hier ausgebaut werden. 70, 20 und nochmal 50. Das sieht doch gut aus. Du reitest jetzt mal runter. So, dann wird von oben der hier kommen. Und dir noch neue Leute bringen. Ja. Geht doch. So, du gehst zu ihr. Bringst ihr die? Du darfst ja wieder reiten, ne? Such mal hier unten die Festung. Die holen wir uns jetzt. Egal, was er da oben auch veranstalten mag. Das wird unser Begehr. Und du wartest eisern darauf, dass die Alte gleich um die Ecke gezischt kommt und den angreifen will. Vorher rüstest du dich noch mit Leuten aus. Okay. Gut. Kommen so viele schon wieder heraus. Was soll denn das? Sitzt auch noch einer drin. Das war absolut nicht das, was ich mir so erhofft hatte. Ich dachte ja eigentlich, wir hätten es gleich geschafft. Wie viel sind das? 16. Nochmal, magischer Pfeil auf den da. So, dann hauen wir die Behemoths um. Nochmal, dann darfst du die zu... Ach, die waren ja die letzte Stufe, genau. Zyklopenkönige. Richtig, dann den da. Das war eine schlechte Idee. Brauchen wir bloß noch den Goblin. Ach, er darf nochmal, ja.
Zaubern können wir nicht mehr. Dann Pause. 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 Abschießen. Ja. Und auch die Festung gehört uns. So langsam kriege ich schon Nackenverspannungen, wenn das so weitergeht. Hier ist auch ein Portal, wo man rauskommen kann. Ein Einwegmonolith. So, jetzt dürfte er keine Festung mehr haben, oder? Höchstens unten noch eine. Ah, und dann ist es doch so, dass das zweigeteilt ist. Das oben war die Extra-Festung für ihn, genauso wie die hier für mich. Ah. Das missfällt mir ein wenig, sagen wir es so. Na gut, nützt nichts. Wir müssen neue Leute rekrutieren. Wir müssen aufpassen, dass die da unten jetzt nicht allzu viel Schaden anrichten. Na. Und das könnte eventuell sogar passieren. Okay, mit der Mannschaft kannst du mal versuchen, gegen die Wolfskrieger zu hauen. Und einfach mal nach rechts reiten. Mal sehen, ob du sie kriegst. Du wirst warten, bis sie runterkommt. Und sich auf die beiden stürzt. Gib ihr mal nicht die Leute. Gib ihr mal nicht die Leute. Wie viele hast du? Du hast nicht viele. Das heißt, du kannst gleich umgehauen werden. Und die hier kommt nicht allzu weit. Da ist nämlich Schluss. Und dann müsste sie hier unten lang. Gut. Du kannst auch nicht mehr laufen. Weiter. Und sie gehen beide unten lang. Na gut, sollen sie machen. Ich hol mir die nächste Festung. Eigentlich wird es ziemlich gefährlich im Moment. Aber muss. Wat mut, dat mut. So, dann darfst du wieder nach oben reiten. Und sie läuft erstmal nach da. Während meine süße andere Hyänenhexe, wo auch immer sie gerade ist, dahin reitet. Oder? Wo reiten die hin? Da. Okay, belagern wir sie von allen Seiten. Da will die doch tatsächlich meinen anderen angreifen. Habt ihr das gesehen? Gibt's ja wohl gar nicht. So eine verpisste Frechheit. Nicht mit mir. Garantiert nicht mit mir. Hier haben sie nicht viel. Keine Zyklopenkönige, keine Behemoths. Rums, Bums und aus die Maus. Jo, du musst ganz rumlaufen, weil hier so viel Schutt und Asche liegt. Na, nochmal. Gut, dann laufen wir auch immer näher ran. Die nächste Runde kann schon kommen. Dann sind nämlich sowieso alle down. Meine schönen Drachen fliegen, lass die doch mal in Ruhe. Sonst werden die bald Rache üben, und zwar richtig hart. Gut, das war's. Oh, und wir bekommen einiges. Das ist natürlich richtig schick. Aber jetzt wehren wir uns schon mal gegen die dort oben. So, du wirst beinahe angegriffen oder wurdest beinahe angegriffen, deswegen wird sich einfach mal unsere Süße hier um den da kümmern. Und dann machen wir uns daran, den hier unten zu jagen. Die gerade Wyvern kriegen? Wo kriegen sie die denn her? Wahrscheinlich aus dem Lager da. Oh nein! Bronn, darum musst du dich, glaube ich, kümmern. Ach, das kriegen wir hin. Das kriegen wir hin. Ich sehe nur gute Chancen. Ich sehe bloß gerade gar nicht mehr durch bei unseren ganzen Leuten hier. Du gehst ihm hinterher.
Aha, da ist nicht allzu viel. Das heißt, eventuell musst du jetzt sterben, musst du durch. Fertig. Und du greifst den da an, was aber nicht funktionieren wird. Weil du zu weit weg bist. Dann hol dir die Leute. So. Und greif ihn selber an. Ach, nee. Krasse Sache, ehrlich. Ja, schießt man nur. Nicht mehr lange. Das ist schon wieder so ein ganz normaler Kampf. Gefällt mir gar nicht. Viel zu normalo, hier hat keiner irgendwelche super Stats und man merkt einfach, dass die Verteidigung und der Angriff im Moment nicht stark genug sind. Ja. Sehr schön. Und Päuschen. Weg mit ihm. Das war der eine wohlgemerkt, meisterhaft Schmied. Auf jeden Fall mehr Verteidigung, das ist doch schon mal schick. Einmal Päuschen, da gibt's einen Kampf. Also eventuell muss sie jetzt sterben, sie wird definitiv sterben. Aber vielleicht kann ich auch einfach fliehen. Trotzdem werden wir erstmal versuchen, seine Zahl zu dezimieren. Einer weniger, Pause. Pause. Sehr schön. Guck mal, wie sie auf meine Hydra geiern. Diese dreckigen Schweine. Warum haben wir... Ach ja, sie hat ja von Anfang an eine schlechte Moral gehabt. Das ist natürlich dreckig. Egal. Wir werden in der nächsten Runde einfach kapitulieren bzw. fliehen, dass sie sicher ist und nicht ihre ganzen Erfahrungspunkte verliert. Und so haben wir ihn bis auf ein Minimum geschwächt. Die Hydra ist tot. Ah, die Gnolle sind tot. Egal. Einfach weitermachen. Sehr gut. Ja, ich werde jetzt gleich kapitulieren. Kapitulation. 17.880, jo. So, dafür dürfen wir unseren Helden mit allem behalten, was es gibt. Wo ist er? Ah, die Taverne. Da ist sie, die Hexe. Und hat noch all ihre Leute. Und all ihre Sachen. Ist natürlich ein teures Geschäft, aber das hat sie sich verdient. Sie war ja lange Zeit eine gute Mitstreiterin. So nicht. Es ist vorbei. Versuche, nicht Engel zu rekrutieren, sondern damit zu leben. Wollte ich eigentlich sagen. Oh Mann. So, weg mit ihm. Dann bist du dran, mein Freund. Weiter geht's. Der magische Pfeil auf die da. Super. Lasst es mich schaffen. Ich will jetzt endlich alles zu Ende bringen. Dann haben wir die Mission endlich geschafft und können auch mal in eine der anderen Kampagnen hineinschauen. In die ich nie reingeschaut habe. Außer ich habe mich durchgecheatet und hatte dann Langeweile. Aber dann war es dementsprechend auch langweilig, weil wenn man einmal cheatet, möchte man es immer wieder machen. Lasst euch also nie dazu hin verleiten. Geht ruhig weiter auf meine Leute, das ist gar kein Problem. Zack. Ja, hau mal die da weg. Du gehst auf die. Und du auf die. So, das kann's gewesen sein. Wir werden es gleich sehen.
Meisterhaft Logistik. Und Violett ist bezwungen. Glückwunsch, all eure Feinde sind besiegt. Der Sieg ist euer. Okay, speichern wir ab unter 09-3. Feuerwesen. Wir haben den Rang Feuerwesen bekommen. Sind Feuerwesen was Gutes? Keine Ahnung. Wir haben 885 Punkte bekommen. Zeitgesamt 183 Tage Schwierigkeitsgrad. Normal. Warum sieht man, dass ich nicht gecheatet habe? Daran, dass wir den Rang Feuerwesen gekriegt haben und nicht Betrüger. Ja, auch sowas passiert. Zeige ich euch bestimmt auch gleich nochmal in der Annalen der Kampagnengeschichte. Bisu Zimt. So. Da. Seht ihr? Bisu Zimt. Betrüger. Und trotzdem wurde ich zum Feuerwesen ernannt. Schade. Wisst ihr, woran das liegt? Wir haben es einmalig gemacht. Wir haben einmal uns durch Langlebe die Königin gecheatet. Und dadurch werden wir nie wieder einen ordentlichen Rang bekommen. Ach, das ist schade. Das ist echt schade. Das ist doof. Egal. Ihr habt gesehen, dass es auch so klappt. Was soll's. Langlebe der König wäre eine der nächsten Kampagnen. Oder Befreiung. Das sind zwei sehr, sehr schwere Kampagnen. Soweit ich mich zurückerinnern kann. Und ich weiß noch nicht, mit welchen Leuten wir hier spielen werden. Ich weiß bloß, dass wir hier die Magier haben werden. Und die Magier sind ein schweres Volk. Zumal sie nicht viel können. Oh, das wird toll. Da freue ich mich riesig drauf. Ich freue mich auch auf euch. Und ja, wir sehen uns bei der nächsten Kampagne. Vielen Dank fürs Ansehen und bis gleich.